Smeerstone. Seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Maschinenpapier auf 200, Tendenz leicht fallend. Wo ist der Herr Burgs? Moment, ich notiere. Bitte, wo der Herr Burgs ist? Drüben. Drüben, danke. Wo ist das Telegramm? Ach, am Meerstock. Darf ich vorstellen, Herr Direktor Müller? Ich will das Telegramm von Günther Villers. Wo ist es? Ah, man hat Ihnen also im Büro davon erzählt. Ja, und man hat mir auch erzählt, dass Sie es 3 Wochen mit sich rumgeschleppt haben und dass Sie allen Leuten gesagt haben, Sie sollen mir nichts sagen. Das ist doch nun aber wirklich nicht wahr. Das waren höchstens 20 Tage. Also, wo ist es? Wie soll ich das wissen? Ich habe mein Büro nicht hier im Handtuch. Und was steht drin? Kollege, irgendwie... Der Apache sitzt und dass er in Valparaiso auf Sie wartet. Ich will den genauen Wortlaut haben. Erinnern Sie sich bitte. Wie soll ich mich denn jetzt erinnern? Stecke bis zum Hals im Dreck. Hol mich hier raus. Brauche dringend Hilfe. Günther, Hotel des Amas Valparaiso, Chile. Stellen Sie sich mal vor. Wenn Günther Villers aus Lateinamerika ein Telegramm schickt, dass es ihm schlecht geht, dann können Sie sich drauf verlassen, dann steckt ihm das Wasser. Ja, bis da, wo es Ihnen jetzt steht. Was? Börsenschluss? Lebhaft als am Vortag? Ja, Börsenschluss. Das heißt, an der Börse ist Schluss. Und tun Sie mir den Lieben und lassen Sie mich auch mal telefonieren. Wir sind hier keine öffentliche Telefon. Setzen Sie es den Burgs auf die Badetuchrechnung. Aber nur ein Ortsgespräch. Ja, logisch. 0118. Ja, bitte können Sie mir mal die Telefonnummer geben von dem Hotel Las Amas in Valparaiso in Chile. Was? Und das nennen Sie ein Ortsgespräch? Das ist ein Notfall. Liebe Kundinnen und Kunden, Ihr Reisebüro Latino bietet Ihnen derzeit besonders günstige Flüge. Wir haben Sie an den und nach Lima in Peru. In Caracas besteht die Möglichkeit, sich einer Expedition Genada. So. Dritte Reihe, Fensterplatz, bitte. Ja, wird ja ganz schön bumpy im südamerikanischen Sommer. Übrigens, ein Flug über die Anden, das hat schon Exupéry gesagt, das ist ein Schicksalsweg. Die Indios haben ein Sprichwort. Wenn einer von Osten kommt, dann bleibt er. Das war das Schicksal der Indios. Alle Europäer kamen von Osten. Ich in Südamerika bleiben? Gott bewahre. Waren Sie schon öfters in Südamerika? Nein, ich flieg nur mal kurz runter, um nach meiner Firma zu sehen. Dann geht's gleich wieder nach Hause. Und Sie? Erst einmal. Von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Ist ja sicher eine Menge passiert in den 18 Jahren, ne? Aber ich habe nicht genug Zeit, Fräulein. Sagen Sie, hören Sie immer zu, wenn sich jemand unterhält? Na, wenn Sie sich hier so laut unterhalten, wo soll ich denn da hinhören, ne? Einmal Santiago, bitte. Santiago de Compostela, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Guatemala oder einfach nur Santiago. Das liegt in der Dominikanischen Republik. Das zweite war das Richtige.
was war denn jetzt das Zweite? Sehen Sie, haben Sie so viele verschiedene Santiagos und haben Sie nicht nummeriert, hä? Santiago de Chile bitte und ein bisschen eilig, wenn's geht. Eilig fliegen wir nie. Wir fliegen nur pünktlich. Und mit Ihnen fliegen wir nur dann, wenn wir noch einen Platz haben. Machen Sie keine Witze, es geht um Leben und Tod. Wenn Sie so mit dem Pilot reden, dann wirft er Sie noch vor der afrikanischen Küste ab. Da gibt es besonders viele Haie. Die fressen gerne große, laute Männer. So. Letzte Reihe Mitte, bitteschön. Das geschieht Ihnen recht, da kann man nämlich die Rücklehne nicht abkippen. Oder wollen Sie vielleicht die Plätze nebeneinander, um sich besser kennenzulernen? Denn kein Land auf dieser Erde, wo man dich nicht trifft? So, wenn einer vom Osten kommt, dann bleibt er. Komm, hast du was vom Günther gehört? Ich habe im Hotel angerufen, aber der Typ am Telefon hat gesagt, große Probleme, sofort kommen. Ja, ja, das war Manolito. Manolito? Was ist denn mit Günther passiert? Was soll mir denn passiert sein? Ja, du bist gut. Ich fliege zigtausend Kilometer, weil er mich um Hilfe ruft. Und du sagst einfach, was soll ihm schon passiert sein? Der sitzt in Italien bei seiner Cenci und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Nee, nee, nix Italien. Der hat mir von hier ein Telegramm geschickt. Sitze bis zum Hals im Dreck, hol mich hier raus. Hol mich hier raus. Hilfe, dringend, Günther. Jawohl. Hotel des Amas, Valparaiso. 12.01. mittags. Du? Franz, wenn ich dir ein Telegramm geschickt hätte, komm rüber, mach mit mir halbe-halbe, wärst du doch nicht gekommen. Aber du hast mir das Telegramm geschickt. Und jetzt bist du hier und jetzt machen wir das große Geschäft. Hm? Und hast Günther Willers drunter geschrieben, damit ich auch wirklich... Ja, klar. Wo gibt's denn hier Taxis? Ach je, bleib doch da. Flieg sofort zurück nach Hause. Na komm, hab dich nicht so. Ich hab mich aber so. Da drüben ist Manolitos Kneipe. Der ruft ja ein Taxi. Aber zuerst gehen wir einen trinken. Komm. Was hast du denn dafür gekriegt, Manolito, dass du mich am Telefon so angeschmiert hast? Nein, Kinder. Hat er doch nur vom Zettel abgelesen. Vom Zettel? Und den hast du geschrieben? Ja, logisch. Was sonst? Er hat das ja quasi umsonst gemacht. Ja, Kundendienst. Komm, trink noch ein Bier. Ein für alle Mal. Ich nehme morgen früh den Flieger und hau ab nach Hause. Aus, basta. Mit mir nicht. Erster Biennio, Bago. Krieg von dir noch ein Flugticket. Irgendwie bin ich enttäuscht von dir. Ach nee. Ja gut, du von mir auch, ich kann's verstehen. Nee, ich bin von dir überhaupt nicht enttäuscht, ich habe nichts Besseres erwartet. Ja, was willst du denn? Ich reiß ein Riesengeschäft für dich auf und was machst du? Du motzt! Ich will nicht, dass du ein Geschäft für mich aufreißt und schon gar nicht in der scheiß Gegend hier. Hör mal zu, wir können den gesamten Transport der Demenix-Mine übernehmen. 20 LKWs pro Tag. Lebensmittel, Material, hin und zurück. Alles, was wir wollen. Und wir kriegen dafür blanke Dollars, verstehst du? Fast 1000 Dollars pro Fuhr. Ich fahre doch sowieso nicht mit dir. Wir können das als ausführende Unternehmer machen. Exklusiv. Da pusht uns niemand rein. Schönes Märchen. Ich verstehe dich nicht, Franz. Jedenfalls hat es mir die oberste Firmenleitung versichert. Wir könnten uns eine goldene Nase verkaufen. Franz, hör mir zu.
Na komm, ich erkläre es dir noch mal ganz in Ruhe. Gottel und Mästung? Da sind wir. Sagen Sie mal, sind wir nicht zusammengeflogen? Ja. Klausner, Dimenix. Sie sind doch der Schicksalsexperte. Von Osten kommen und nie wieder zurück. Sie können morgen früh um 6 Uhr losfahren. Die LKWs sind bereits beladen und werden gerade gewogen. Ist das die oberste Firmenleitung? Das weiß ich nicht. Ich bin für die Transporte der Dimenix zuständig. Sie sind mir beide als Fahrer zugeteilt. Als Fahrer? Ja, das erkläre ich dir später. Ich denke, als selbstständiger Unternehmer. Aber kein Vogelmann. Übrigens, 12 Stunden vor Fahrtantritt gilt striktes Alkoholverbot. Ist das klar? Ja, ja, ja. Wir haben noch gar nicht gewusst, dass es morgen schon losgeht. Es geht überhaupt nichts los. Und wieso nicht? Weil ich morgen nach Hause fliege in meine Heimat. Aber Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Ich? Ja. Ach, Franz, was, das muss ich dir erklären. Also, ich habe mal für uns beide unterschrieben, damit uns da niemand in die Quere kommt. Das ist mir völlig schnurzpiepe. Ich gehe morgen zurück, ob ich nun aus dem Osten komme oder nicht. Also bringen Sie das in Ordnung, Kotter. Bis morgen früh um 6 Uhr. Gibt es hier irgendwo ein Hotel? Was ist denn jetzt schon ins Bett? Du nicht? Ist doch erst eins. Bei uns zu Hause ist es früh um 5. Ja, die sind hier ein paar Stunden zurück, daran wirst du dich schon gewöhnen. Ich brauche eine Mütze Schlaf. Der Manolito hat schon bestellt, oben im Hotel. Das wäre schon ein guter Grund, da nicht zu schlafen, aber. Zu haben. Danke. Ah, wo sind Ihr Partner? Ich habe keinen Partner. Verschwunden, was? Gott sei Dank. Ja, aber nur er kann den Tankwagen fahren. Was wollen Sie damit sagen? Vielleicht kann ich den auch fahren. Ich weiß ja nicht, was Sie für eine Südamerika-Erfahrung haben. Leider gar keine. Ich bin erst 18 Stunden hier. Habe erst ein Erdbeben überlebt. Und weiß nicht mal, was die hier für eine Währung haben. Was haben die hier? Cruzeiros oder Peseten oder was? Am liebsten nehmen sie Dollars. Wenn sie die nicht kriegen, handeln die auch mit Pesos. Ah, danke. Sehen Sie, von Ihnen kann man was lernen. Also, wer ist er, der Kotter? Ich weiß es nicht und es interessiert mich auch nicht. Das interessiert Sie gar nicht? Nee, es beruhigt mich sogar ein bisschen. Dann kann ich wenigstens morgen früh in aller Ruhe zum Flugplatz fahren und nach Hause fliegen. Ja, vielleicht interessiert Sie aber, dass da oben bei der Burschte ein Dorf verschüttet wurde. Die Leute haben
Ohne Medikamente und ohne Nahrungsmittel, vor allen Dingen ohne Wasser. Eine Überlebenschance von höchstens 2, maximal 3 Tagen. Woher wissen Sie denn das? Über Funk. Die Mine hat mich um Hilfe gebeten, weil wir hier einen einzigen Tankwagen haben, weit und breit. Aber das ist Ihnen auch völlig egal. Moment, das habe ich doch noch gar nicht gesagt. Sie hauen doch sowieso ab. Also wenn Sie mich so überreden wollen, machen Sie schon mal einen Fehler, Chef. Das Gefühl habe ich auch. Sie haben gar kein Gefühl. Wir haben auch keine Ahnung und keine Erfahrung. Wie hoch liegt denn das Dorf? Ja, hier ist um die 4000 Meter. Na ja, ich würde Ihnen das Wasser ja ganz gerne da hochfahren, wenn es schon um Leben und Tod geht, aber geht leider nicht. Weil Sie zum Flughafen müssen, nicht? Nee, nicht deswegen. 18 Meter lang ist der Trakt, 30 Tonnen ist die Ladung. Die Straßen da hoch sind schlecht und steil. Das kann man nicht alleine fahren, da braucht man 2 Mann. Was meinen Sie wohl, warum der Max mich hierher gelockt hat? Weil er Ihren Job mit dem Tankwagen angenommen hat und genau wusste, das kann er nicht alleine. 2 Mann. Vielleicht könnte ich ja mit Ihnen fahren. Das ist ein freundliches Angebot, aber ich brauche einen richtigen Lastwagenfahrer. Und Sie glauben, der Kottan ist das? Ja, der Herr Kottan ist das. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Moment mal eben. Wo wollen Sie hin? Ich will den Max suchen. Ohne ihn geht gar nicht. Oh, da sehe ich aber schwarz. Ich sehe schon seit meiner Landung schwarz. Chef, mein Kollege mit den schütteren Haaren, der Max, wo ist der? Ah, puede estar, a ver, puede estar comiendo en el restaurante, a ver, en el Cabildo. Ich verstehe kein Wort, was erzählt er eigentlich die ganze Zeit? Namen und Adressen. Bailando, 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 Avenida Brasil, 17, Centenario, 15, Blanco, 810, y Arturo Prat, 2030. Se estima que los temblores continuarán durante las próximas horas. Italienisch, Dove, nicht? Ja, macht ja nichts. Wo ist er? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Kein Mensch weiß hier was. Wir reden gleich Deutsch miteinander. Da hinten ist er. Wieso sprichst du überhaupt Deutsch? Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Ja. Senor Max? Hund. Wir sind darauf gekommen. Hau's einfach ab! Du wusstest ganz genau, dass die Leute da oben das Wasser brauchen. Ja, du wolltest doch nicht drauf fahren. Muss ich aber lachen. Na, dann lach mal! Du weißt doch selbst genau, dass man 18 Meter langen Zug nicht alleine Berge hochkriegt. Du wolltest doch absolut nicht drauf und zum einmal nach Hause. Ja, aber da war das Erdbeben noch nicht. Da wusste noch keiner, dass die Leute das Wasser da oben brauchen. Ja, und wenn ich dir gesagt hätte, dass die Leute das Wasser brauchen, hättest du gesagt, das ist glatte Lüge. Da hast du allerdings recht, ja. Weißt du, was du behauptet hättest? Ich habe das Erdbeben erfunden, um dich in die Berge zu locken. Das ist doch kein Quatsch. Ah, José. Nosotros viajamos delante del camión. ¿Claro? Was redest du? Du.
Es scheint, dass wir nach Santa Margarita fahren. Na und? Da brauchen wir doch nicht drüber zu palabern. Yo tengo que subir allá arriba, ¿sabes? Si no, no logramos, van a encontrar las cosas. Worüber redet der Typ? Oh, er will auch die Berge hoch. Der hat seine Kunden verloren und bringt die Lebensmittel nach oben. Jetzt kommen Sie schon. Hat mal ganz viel gedauert. Na ja, dann fahren Sie doch. Sonst dauert es noch länger. Próximas horas con intensidades variables, por lo cual solicita a la ciudadanía tomar todas las precauciones necesarias para resguardar su seguridad. Ja. Schöner Mist ist das. Vamos, amigo, vamos. Wenn du nochmal amigo sagst, dann vergesse ich mich. Max, der Typ ist Luftlinie gefahren. Gleich auf den Kriegspfad gehen. Glaubst du, dass das hilft? Klar. Sonst hätte ich eine Nase wie ein Blumenkohl. Was treibt der denn da hinten? Beten, was sonst? Und was sind das für Hundehütten? Du, da sind Tracker aus der Spur direkt in die Geografie gesprungen und die glauben hier, dass an der Stelle seine Seele bleibt und dann bauen sie ihm diese Häuschen, damit die Seele ein Dach über dem Kopf hat. Ach so, du meinst eine Art Totenhäuschen, ne? Und hat er einen von denen gekannt? Von wem? Na, von denen, die da umgekommen sind. Das glaube ich nicht, du. Der betet nur, damit der Geist seine Seele nicht auch in so ein Häuschen reinholt. Dann wäre es ja beinahe praktischer, man wird die Dinger gar nicht erst aufstellen. Dann kann er noch kein Geist reinzerren. Ne? Ja, aber schau, sind alle Christen, aber sie stehen auf dem Aberglauben mehr. Die müssten mal die Wissenschaft genau, exakt präzisieren, dann könnten die zum Beispiel dieses Erdbeben genau vorausgesagt haben. Ah, nee. Du, 2-3 Stunden vor so einem Erdbeben fliegt kein Vogel mehr. Und ein Zoowirt hat mir mal erzählt, dass auch die Tiere im Zoo sich in Ecken verkriechen und ganz ruhig da liegen. Und von Fischern, von denen weiß ich, dass die Tage vor dem Beben nicht das kleinste Schwänzchen mehr aus dem Wasser holen. Also, diese Wissenschaft müsste man mal präzisieren. Es fängt wieder an, wenn ich das mal präzisieren darf.
viel zu der Staub! Und außerdem bin der Vogel nicht zu fressen! Oh! Gibt's aber weg den Kellerknäpp! Das muss schon was heißen, dass du nicht in der Kneipe sitzen willst. Hey. Frieden! Komm! Stückchen links! Nochmal! Nein! Und wieder rechts! Okay! Der kommt ja noch nie vorbei! Der ist doch schon vorbei, Mann! Das hat aber keinen Sinn! Ich denke, die Leute da oben brauchen das Wasser. Was unmöglich ist, ist unmöglich. Wir fahren wieder zurück. Sorry, Eddie. Zwei bis drei Tage sind wir alle verdorben. Das ist doch Ihre Worte, großer Häuptling. Wir kehren um. Gehen Sie um, wir fahren weiter. Komm, Max. Hoppa. Das geht doch nicht, ich sag's euch. Bravo. Und darüber. Darüber. Gut. 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 Komm. Da ist er ja wieder. Hoffentlich bleibt er stecken. Du bist zwar ein Unglücksrabe, aber du wirst sehen, der kommt bis zu uns durch. Hallo! Ist da niemand, verdammt normal? Nicht mal am frühen Morgen hat man hier seine Ruhe. Ah, schon wieder zurück? Geben Sie mir die Schlüssel. Nicht, ob mir was bitte sagst, kriegst du bei mir einen Schlüssel. Die Schlüssel zum Reservekanister, los! Ah, tanken vergessen, wa? Ich brauch die Reservekanister, ich komm doch nie mehr runter. Ja, wir brauchen die Reservekanister auch, sonst kommen wir nicht mehr rauf. Geben Sie mir die Schlüssel, das ist nicht Ihr Wagen. Jetzt spinnt er total. Los, her damit. Das ist ein Befehl. Ein Befehl. Mensch, Rosi, Spitze. De nada. De nada. Das ist Spanisch, stimmt's? Ja, das bedeutet keine Ursache. Aha. Ja, der José ist optimal. Ja, das ist wirklich optimal. Warum hast du mir nie was von dem Jungen erzählt? Bitte, alle meine Kumpels sind optimal, gell, José? Hier, die oberste Firmenleitung hat noch was auf dem Herzen. Die will uns überreden, dass wir mit dir hochfahren. Also, was ist los? Also, was ist los? Pack mal's, oder? Na, pack mal's, bevor er uns überredet. Ja, hier, die Klamotte ist vom Reifen abgesprungen und genau mir an den Knöchel.
Du mit deinem Gas geben, nicht stehen bleiben, nicht zurücksetzen. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Na, das ist ja gut. Wenn du glaubst, dass ich deinetwegen nicht Gas gegeben habe, dann irrst du dich. Ach, bist du etwa vom Gas runtergegangen? Bin doch nicht blöd. Na, Gott sei Dank, wäre ja auch der letzte Wahnsinn gewesen. Was ist denn los? Warum hast du den Überrollbügel runtergeklappt? So ein Keilriemen ist gerissen. Kompressor fördert kaum Luft. Ach so, deswegen fährst du so bescheuert. Ja. Ach, da zieh einen neuen auf. Du, wenn ich das Pfeifen in meiner Lunge richtig einschätze, dann sind wir jetzt ungefähr auf 3000 Meter Höhe. Ja. Also wenn das so weitergeht, braucht man einen Keilriemen auch keinen mehr. Au! Wieder der Knöchel. Gib mir mal erst einen 15er. Schrei doch nicht so. Gleich wieder los. Konfisziert haben im Namen der obersten Geschäftsleitung. Los, Franz, komm, 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 los, Mann! Vorher schon mal ein Loch drunter gewesen sein. Kann man das hier irgendwie flicken? Kommt doch gar nicht dran. Außerdem stehen 30.000 Liter Druck dagegen. Meinst du, wie viel hier rauskommt? Mit der Zeit alles. Ich meine doch pro Stunde, du Nasenbär. Nein, sicher. Eines sage ich dir, den Hund bringe ich um. 100 Liter? 200? Mindestens 1.000, wenn nicht mehr. Nee, so viel glaube ich nicht. Aber selbst wenn, dann hätten wir immer noch 30 Stunden Zeit. 30 Stunden. Und 80 Kilometer, da brauchen wir in Friedenszeiten mindestens, naja, würde sagen 10, 12 Stunden. Nein, nein. Aus mit dem Himmelfahrtskommando. Nach der dritten Kurve kommen wir sowieso nicht mehr weiter. Ach komm, wir sind in Thailand miteinander ausgekommen. Ich hab dich in Ungarn ertragen. Wir schaffen auch das hier. Wir gucken wenigstens mal nach. Jetzt brauche ich ihn wenigstens nicht mehr fertig zu machen. Meister? Das sind bloß die Rücken. So, jetzt ist er ohnmächtig. Bring mal erst mal den Führer raus, ehe er wieder zur Besinnung kommt. Sein Totenhäuschen hat er schon. Ist alles halb so schlimm. Das wird schon.
Da ist auch kein Beinbruch, nicht. Ich brauche einen Arzt. Immer mit der Ruhe. Bluten tut er doch nicht. Also, haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Ja, aber nur, wenn wir ohne Wasser kommen wollen. Auf der Bruststelle gibt's einen Arzt. Okay, sobald wir oben sind, holen wir ihn. Nein, nein, wir müssen sofort hinfahren. Ja, ja. Wenn wir oben sind, da geht die Straße ab zur Bruststelle. Ja, das wissen wir alles. Sofort nach links! Ich befehle Sie, fahren! Ja, hoffentlich wird er wieder ohnmächtig. Gesagt, nach drei Kurven ist Schluss. Also waren es ja erst mal 300 Kurven. Das ist das Ende vom Lied. An der Bruststelle haben sie schweres Gerät. Stahlpontons, Caterpillar. Da gibt's Brückenbauspezialisten. Halt's Maul! Na, vielleicht sollten wir die Spezialisten holen, dann werden wir den Typen dabei los. So, anders kriegen wir die Karre doch nicht drüber. Augenblick, bring mich mal nicht raus. Das ist mit allem, was daneben läuft, ein Liter in drei Sekunden. Sind pro Minute 20 Liter. Fünf Stunden sind wir gefahren. Eine Stunde haben wir für den verplempert. Macht 7200 Liter. 30.000 hatten wir drin. Minus 7200 sind knapp 23.000 Liter. Ist doch ganz schön. Ja, richtig. Und in 12 Stunden? Zero. Wieso? Nach Santa Margarita sind es wohl nur 3 Stunden. Von drüben sind es 3 Stunden. Von hier kann es eine Woche dauern. Nein, nein, Franz. Wir müssen zur Bohrstelle. Wieso müssen? Wir müssen überhaupt nicht zur Bohrstelle. Wenn wir da hinfahren, sind es hin und zurück noch mal 8 Stunden. Dazu die Zeit für den Brückenbau, dann können wir einpacken. Dann ist der Tank leer. Wir müssen anders rüberkommen. Na, was willst du? Fliegen? Ja, fliegen. Da oben runterfliegen und dann das ganze Tal lang fliegen. Das führt nämlich direkt nach Santa Margarita. Da! Und dann immer den Fluss entlang, den ausgetrockneten. Hören Sie doch auf Ihren Freund. Nehmen Sie doch Vernunft an. Das hat doch keinen Zweck. Also erstens sagen Sie nicht nochmal, dass das mein Freund ist. Zweitens reden Sie nicht von Vernunft, Sie nur wirklich nicht. Und drittens, bis zum Ende der Reise. Psst. Okay? Was uns mal an. Das Gelände ist vermint. Wie kommst du denn jetzt darauf, du? Wir sind doch gerade vorher an Militärgelände vorbeigefahren. Das sind Schilder, es ist vermint. Mit sowas macht man keine Witze. Ich mache auch keine Witze. Na, dann müssen wir das Gelände irgendwie absuchen. Was heißt da eigentlich, wir? Na, ich dachte, dass du das machst. Weil du die besseren Augen hast von uns beiden. Ah. Ja, du hast ein Gemüt. Hör mal, du wirst doch jetzt nach all dem Erdbeben und dem Steinschlag nicht Angst vor so einer kleinen Tellermine haben. Ich denke, du hast in Österreich gedient. Ich und gedient? Sehe so aus? Na, wirklich nicht. Ein bisschen steil für unsere Mistkarre, hm? Ja, das kriegen wir schon. Ich bremse bloß mit dem Auflieger. Der bremst doch nur, wenn es ihm Spaß macht. Außerdem schiebt dich das Wasser runter. In dem Fall kannst du mich gleich mit der obersten Geschäftsführung ins Krankenhaus bringen.
oder auf dem Friedhof. Franz? Lass doch den Schrott liegen, Mensch. Was ist denn das? Sagst du doch, Schrott? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, den Bild mache ich fertig. Komm! Max! Mach dein Zeug! Max! Max! Hör auf! Wie lange ist denn das gelaufen? Ja, zu lange. Höchstens 1000, 2000 Liter. Glaubst? Komm, wir haben keine Zeit. Da hatten wir doch nie. Vamos! Ja, das machen wir mit dem Typ da. Den schießen wir auf den Mond, den Idioten. Ja, das geht leider nicht mehr. Ehrlich. Ich will das Gelaber im Fahrerhaus nicht mehr hören von dem. Raus hier!
kommt der denn hierher? Die Berge sind zwar hoch, aber wer sich drin auskennt, kommt auch zu Fuß hinauf. Ach so. Und sonst? Na, was und sonst? Na, der ist doch nicht hier, weil er Lebensmittel verkaufen will. Ja, ihr wollt euch doch beide aus dem Staub machen. Du siehst Gespenster, ehrlich. Sag bloß nicht ehrlich, du. Ich kann's nicht hören. Von dir schon gar nicht. Na ja, du weißt ja selbst genau, dass hier beim Dorf die Grenze verläuft und ja, gibt's ein Haus und ein Zwischenlager und ja, jedenfalls wollten wir vor der Miliz hier sein. Augenblick. Ihr habt also geschmuggelt, habt das Zeug hier irgendwo versteckt und habt euch gedacht, nach dem Erdbeben kommt womöglich die Miliz und räumt unser Lager aus. Stimmt's? Sieh sie dir, genau. Deswegen mussten wir hoch. Weißt du, du wolltest ja unbedingt nach Hause und da konnten wir den Tankwagen nicht nehmen. José darf ihn doch nicht fahren. Hier fährt keiner mehr. Nicht ohne meine Erlaubnis, ja? Ist gut, aber hier ist Penn. Ich flieg nämlich morgen früh endgültig nach Hause. Hört das in diesem Wahnsinnsland denn nie auf? Jetzt fängst du doch erst an. Was ist denn los? Terremoto. Na und? Ich gehe jetzt pennen und gleich morgen früh fliege ich nach Hause. Wenn einer aus dem Osten kommt, dann bleibt er. Irrtum. Ich bin die Ausnahme. Ich hau wieder ab nach dem Osten. Seine Kollegen, und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Maschinenpapier auf 200, Tendenz leicht fallend. Wo ist der Herr Burgs? Moment, ich notiere. Bitte, wo der Herr Burgs ist? Drüben. Ja, bitte, danke. Wo ist das Telegramm? Ah,
Herr Meerstorm. Darf ich vorstellen, Herr Direktor Müller? Ich will das Telegramm von Günther Villers. Wo ist es? Ah, man hat Ihnen also im Büro davon erzählt. Ja, und man hat mir auch erzählt, dass Sie es 3 Wochen mit sich rumgeschleppt haben und dass Sie allen Leuten gesagt haben, Sie sollen mir nichts sagen. Das ist doch nun aber wirklich nicht wahr. Das waren höchstens 20 Tage. Also, wo ist es? Wie soll ich das wissen? Ich habe mein Büro nicht hier im Handtuch. Und was steht drin? Kollege, irgendwie ein Apache sitzt und dass er in Valparaiso auf Sie wartet. Ich will den genauen Wortlaut haben. Erinnern Sie sich bitte. Wie soll ich mich denn jetzt erinnern? Stecke bis zum Hals im Dreck, hol mich hier raus, brauche dringend Hilfe. Günther, Hotel des Amas Valparaiso, Chile. Stellen Sie sich mal vor, wenn Günther Villers aus Lateinamerika ein Telegramm schickt, dass es ihm schlecht geht, dann können Sie sich drauf verlassen, dann steckt ihm das Wasser. Ja, bis da muss Ihnen jetzt stehen. Was? Börsenschluss? Lebhaft als am Vortag? Ja, Börsenschluss. Das heißt, an der Börse ist Schluss. Und tun Sie mir eine Liebe und lassen Sie mich auch mal telefonieren. Wir sind hier keine öffentliche Telefonzelle. Setzen Sie es den Burgs auf die Badetuchrechnung. Aber nur ein Ortsgespräch. Ja, logisch. 0118. Ja, bitte können Sie mir mal die Telefonnummer geben von dem Hotel Las Amas in Valparaíso in Chile. Was? Und das nennen Sie ein Ortsgespräch? Das ist ein Notfall. Liebe Kundinnen und Kunden, Ihr Reisebüro Latino bietet Ihnen derzeit besonders günstige Flüge. Hier haben Sie einen Wartungsbeispiel. Venezuela und nach Lima in Peru. In Caracas besteht die Möglichkeit, sich einer Expedition in das Gebiet der So, dritte Reihenfensterplatz bitte. Ja, wird ja ganz schön bumpy im südamerikanischen Sommer. Übrigens, ein Flug über die Anden, das hat schon Exupéry gesagt, das ist ein Schicksalsweg. Die Indios haben ein Sprichwort. Wenn einer von Osten kommt, dann bleibt er. Das war das Schicksal der Indios. Alle Europäer kamen von Osten. Ich in Südamerika bleiben? Gott bewahre. Waren Sie schon öfters in Südamerika? Nein, ich fliege nur mal kurz runter, um nach meiner Firma zu sehen. Dann geht's gleich wieder nach Hause. Und Sie? Erst einmal. Von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Ist ja sicher eine Menge passiert in den 18 Jahren, ne? Aber ich habe nicht genug Zeit, Fräulein. Sagen Sie, hören Sie immer zu, wenn sich jemand unterhält? Na, wenn Sie sich hier so laut unterhalten, wo soll ich denn da hinhören, ne? Einmal Santiago, bitte. Santiago de Compostela, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Guatemala oder einfach nur Santiago. Das liegt in der Dominikanischen Republik. Das Zweite war das Richtige. Was war denn jetzt das Zweite? Sehen Sie, haben Sie so viele verschiedene Santiagos und haben Sie nicht nummeriert, hä? Santiago de Chile, bitte, und ein bisschen eilig, wenn's geht. Eilig fliegen wir nie. Wir fliegen nur pünktlich. Und mit Ihnen fliegen wir nur dann, wenn wir noch einen Platz haben. Machen Sie keine Witze, es geht um Leben und Tod. Und wenn Sie so mit dem Pilot reden, dann wirft er Sie noch vor der afrikanischen Küste ab. Da gibt es besonders viele Haie. Die fressen gerne große, laute Männer. So. Letzte Reihe Mitte, bitteschön. Das geschieht Ihnen recht, da kann man nämlich die Rücklehne nicht abkippen. Oder wollen Sie vielleicht die Plätze nebeneinander, um sich besser kennenzulernen? Ist denn kein Land auf dieser Erde, wo man dich nicht trifft? So, wenn einer vom Osten kommt, dann bleibt er. Komm,
Hast du was vom Günther gehört? Ich habe im Hotel angerufen, aber der Typ am Telefon hat gesagt, große Probleme, sofort kommen. Ja, ja, das war Manolito. Manolito? Was ist denn mit Günther passiert? Was soll denn passiert sein? Ja, du bist gut. Ich flieg zigtausend Kilometer, weil er mich um Hilfe ruft. Und du sagst einfach, was soll ihm schon passiert sein? Der sitzt in Italien bei seiner Cenci und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Nee, nee, nix Italien. Der hat mir von hier ein Telegramm geschickt. Sitze bis zum Hals im Dreck, hol mich hier raus. Hol mich hier raus. Hilfe, dringend, Günther. Jawohl. Hotel des Amas, Valparaiso. 12.01. mittags. Du? Franz, wenn ich dir ein Telegramm geschickt hätte, komm rüber, mach mit mir halbe halbe, wärst du doch nicht gekommen. Aber du hast mir das Telegramm geschickt. Und jetzt bist du hier und jetzt machen wir das große Geschäft. Hm? Und hast Günther Willers drunter geschrieben, damit ich auch wirklich... Ja, klar. Wo gibt's denn hier Taxis? Ach je, bleib doch da. Flieg sofort zurück nach Hause. Na komm, hab dich nicht so. Ich hab mich aber so. Da drüben ist Manolitos Kneipe. Der ruft dir ein Taxi. Aber zuerst geht rein trinken. Komm. Dafür gekriegt, Manolito, dass du mich am Telefon so angeschmiert hast. Nein, Kinder. Hat er doch nur vom Zettel abgelesen. Vom Zettel? Und den hast du geschrieben? Ja, logisch. Was sonst? Er hat das ja quasi umsonst gemacht. Ja, Kundendienst. Komm, trink noch ein Bier. Ein für alle Mal. Ich nehme morgen früh den Flieger und hau ab nach Hause. Aus, basta. Mit mir nicht. Esta bien, io vado. Krieg von dir noch ein Flugticket. Irgendwie bin ich enttäuscht von dir. Ach nee. Ja gut, du von mir auch, ich kann's verstehen. Nee, ich bin von dir überhaupt nicht enttäuscht, ich habe nichts Besseres erwartet. Ja, was willst du denn? Ich reiß ein Riesengeschäft für dich auf und was machst du? Du Mutz! Ich will nicht, dass du ein Geschäft für mich aufreißt und schon gar nicht in der scheiß Gegend hier. Hör mal zu, wir können den gesamten Transport der Demenix-Mine übernehmen. 20 LKWs pro Tag. Lebensmittel, Material, hin und zurück. Alles, was wir wollen. Und wir kriegen dafür blanke Dollars, verstehst du? Fast 1000 Dollars pro Fuhr. Ich fahr doch sowieso nicht mit dir. Wir können das als ausführende Unternehmer machen. Exklusiv. Da pusht uns niemand rein. Schönes Märchen. Ich verstehe dich nicht, Franz. Jedenfalls hat's mir die oberste Firmenleitung versichert. Wir könnten uns eine goldene Nase verkaufen. Franz, hör mir zu. Na komm, ich erkläre es dir noch mal ganz in Ruhe. Gotthard und Mestung? Da sind wir. Hören Sie mal, sind wir nicht zusammengeflogen? Ja. Klausner, Demenix. Sie sind doch der Schicksalsexperte. Von Osten kommen und nie wieder zurück. Sie können morgen früh um 6 Uhr losfahren. Die LKWs sind bereits beladen und werden gerade gewogen. Ist das die oberste Firmenleitung? Das weiß ich. Ich bin für die Transporte der Demenix zuständig. Sie sind mir beide als Fahrer zugeteilt. Als Fahrer? Ja, das erkläre ich dir später. Ich denke, als selbstständiger Unternehmer. Aber kein Vogelmann. Übrigens, 12 Stunden vor Fahrtantritt gilt striktes Alkoholverbot. Ist das klar? Ja, ja, ja. Wir haben noch gar nicht gewusst, dass es morgen schon losgeht. Es geht überhaupt nichts los. Und wieso nicht? Weil ich morgen nach Hause fliege in meine Heimat. Aber Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Ich? Ja. Ach, Franz, was, das muss ich dir erklären. Also, ich habe mal für uns beide unterschrieben, damit uns da niemand in die Quere kommt. Das ist mir völlig schnurzpiepe. Ich gehe morgen zurück, ob ich nun aus dem Osten komme oder nicht. Also bringen Sie das in Ordnung, Kotter. Bis morgen früh um 6 Uhr. Also gibt's hier irgendwo ein Hotel? Was ist denn, willst du schon ins Bett? Du nicht? Ist doch erst eins. Bei uns zu Hause ist es früh um 5. Ja, die sind hier ein paar Stunden zurück, daran wirst du dich schon gewöhnen. Ich brauche eine Mütze Schlaf. Der Manolito hat schon bestellt, oben im Hotel. Das wäre schon ein guter Grund, da nicht zu schlafen, aber.
Haben. Danke. Ah, wo ist denn Ihr Partner? Ich hab keinen Partner. Verschwunden, was? Gott sei Dank. Ja, aber nur er kann den Tankwagen fahren. Was wollen Sie damit sagen? Vielleicht kann ich den auch fahren. Ich weiß ja nicht, was Sie für eine Südamerika-Erfahrung haben. Leider gar keine. Ich bin erst 18 Stunden hier. Hab erst ein Erdbeben überlebt. Und weiß nicht mal, was die hier für eine Währung haben. Was haben die hier? Cruzeiros oder Peseten oder was? Am liebsten nehmen sie Dollars. Und wenn sie die nicht kriegen, handeln die auch mit Pesos. Ah, danke. Sehen Sie, von Ihnen kann man was lernen. Also, wer ist er, der Kottan? Ich weiß es nicht und es interessiert mich auch nicht. Das interessiert Sie gar nicht. Nee, es beruhigt mich sogar ein bisschen. Dann kann ich wenigstens morgen früh in aller Ruhe zum Flugplatz fahren und nach Hause fliegen. Ja, vielleicht interessiert Sie aber, dass da oben bei der Bohrstelle ein Dorf verschüttet wurde. Die Leute haben ohne Medikamente und ohne Nahrungsmittel, vor allen Dingen ohne Wasser, eine Überlebenschance von höchstens 2, maximal 3 Tagen. Woher wissen Sie denn das? Über Funk. Die Mine hat mich um Hilfe gebeten, weil wir hier einen einzigen Tankwagen haben, weit und breit. Aber das ist Ihnen auch völlig egal. Moment, das habe ich doch noch gar nicht gesagt. Sie hauen doch sowieso ab. Also, wenn Sie mich so überreden wollen, machen Sie schon mal einen Fehler, Chef. Das Gefühl habe ich auch. Sie haben gar kein Gefühl. Wir haben auch keine Ahnung und keine Erfahrung. Wie hoch liegt denn das Dorf? Ja, hier ist um die 4000 Meter. Na ja, ich würde Ihnen das Wasser ja ganz gerne da hochfahren, wenn es schon um Leben und Tod geht. Aber geht leider nicht. Weil Sie zum Flughafen müssen, nicht? Nee, nicht deswegen. 18 Meter lang ist der Truck, 30 Tonnen ist die Ladung. Die Straßen da hoch sind schlecht und steil. Das kann man nicht alleine fahren, da braucht man 2 Mann. Was meinen Sie wohl, warum der Max mich hierher gelockt hat? Weil er Ihren Job mit dem Tankwagen angenommen hat und genau wusste, das kann er nicht alleine. 2 Mann. Vielleicht könnte ich ja mit Ihnen fahren. Das ist ein freundliches Angebot, aber ich brauche einen richtigen Lastwagenfahrer. Und Sie glauben, der Herr Kottan ist das? Ja, der Herr Kottan ist das. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Moment mal eben. Wollen Sie hin? Ich will den Max suchen. Ohne ihn geht gar nicht. Oh, da sehe ich aber schwarz. Ich sehe schon seit meiner Landung schwarz. Chef, mein Kollege mit den schütteren Haaren, der Max, wo ist der? Ah, puede estar, a ver, puede estar comiendo, comiendo en el restaurant, a ver, en el cabildo. Ich verstehe kein Wort, was erzählt er eigentlich die ganze Zeit? Namen und Adressen. Bailando, Namen und Adressen, das ist doch wichtig. Bailando, bailando. Puede ir, mire, puede ir a las carreras, okay, a las carreras. Avenida Brasil, 17, Centenario, 15, Blanco, 810,
Nicht? Ja, macht ja nichts. Wo ist er? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Kein Mensch weiß hier was. Wir reden gleich Deutsch miteinander. Da hinten ist er. Wieso sprichst du überhaupt Deutsch? Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Senor Max? Dieser Hund. Wir sind darauf gekommen. Haust einfach ab! Du wusstest ganz genau, dass die Leute da oben.